Aus Devidora wird Devidavid. Buchstabiertafel wird reformiert. Erhöhung des Rundfunkbeitrags vorerst gestoppt und der Begriff Clankriminalität soll verboten werden. Diese und viele weitere Themen jetzt bei Position. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Position, dem patriotischen Nachrichtenmagazin für Politik, Wirtschaft und Kultur. E wie Emil, L wie Ludwig, N wie Nordpol. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das sind die üblichen Namen der seit Jahrzehnten etablierten Buchstabiertafel. Doch damit hat der Antisemitismusbeauftragte in Baden-Württemberg, Michael Blume, große Probleme. Zum einen stamme die aktuelle Buchstabiertafel weitgehend aus der Zeit der Nationalsozialisten. Zum anderen komme in der Tafel keine Wertschätzung für das jüdische Leben in Deutschland zum Ausdruck. Und so soll nun wieder die alte Tafel genutzt werden, wie sie noch in der Weimarer Republik Verwendung fand. Nordpol wird dann voraussichtlich durch Nathan ersetzt. Im kommenden Herbst soll ein Reformvorschlag vorgelegt werden und spätestens im Oktober 2022 in Kraft treten. Angesichts drohender Massenentlassungen, Grundrechtseinschränkungen und überhandnehmender Kriminalität in Deutschland kann man froh sein, dass sich die Politik auch noch mit den wirklich wichtigen Problemen beschäftigt. Kürzlich hieß es noch, mit dem aktuellen Lockdown-Light solle ein Weihnachtsfest ermöglicht werden, wie wir es kennen. Daraus wird wohl nichts. Stattdessen soll es zu weiteren Verschärfungen der Corona-Regelungen kommen. Die Ferien sollen entweder früher beginnen oder der Präsenzunterricht durch Homeschooling ersetzt werden. In den Schulen wird es wegen des häufigen Corona-Lüftens immer kälter. Doch auch dafür gibt es schon Lösungen. Bundeskanzlerin Merkel empfiehlt, sich wärmere Pullover zu kaufen. Auch forderte sie die Schüler zu Kniebeugen und Klatschen auf. Das hält warm, auch in der kalten Jahreszeit. Derweil stellt sich der Regelungskatalog bundesweit wie ein Flickenteppich dar. Überall gelten unterschiedliche Regeln. In einigen Ländern ist der Alkoholausschank verboten. In Sachsen sind ab kommendem Montag Schulen, Kindergärten und viele Geschäfte geschlossen. Andere Länder, vor allem Bayern, wollen dem Beispiel bald folgen. Bis zum 10. Januar soll das öffentliche Leben zum Erliegen kommen. Die Nationale Wissenschaftsakademie sprach sich für einen harten Lockdown ab Weihnachten aus. Als Anfang November Gaststätten, Hotels, Fitnessstudios und der gesamte Freizeitbereich zwangsweise geschlossen wurden, wurden großzügige Novemberhilfen zugesichert. So sollten Hilfen in Höhe von 75% des Umsatzes im Vorjahresmonat gewährt werden. Doch was großzügig versprochen wurde, ist bis heute noch nicht bei den Betroffenen angekommen. Es hakt bei der Software. Die Abwicklung ist damit alles andere als schnell und unbürokratisch, wie es versprochen wurde. Aktuell geht man von Januar als frühestmöglichen Auszahlungstermin aus. Bislang sind lediglich geringfügige Abschlagszahlungen bei einigen Unternehmen eingegangen. Der rheinland-pfälzische DEHOGA-Präsident Gerion Haumann geht von 10% der Mitgliedsunternehmen aus. Er sieht 2/3 der Betriebe bereits jetzt in existenzieller Gefahr. Wenn im Januar gezahlt wird, soll ab Beginn des neuen Jahres nicht mehr der Umsatz als Berechnungsgröße genommen werden, sondern die tatsächlichen Fixkosten. Wie die Unternehmen bis dahin ihre Mitarbeiter entlohnen und ihre Miete zahlen sollen, bleibt das Geheimnis von Kanzlerin Merkel und Finanzminister Scholz. Wir berichteten in der letzten Woche über das Gezerre um die Erhöhung des Rundfunkbeitrages innerhalb der Landesregierung von Sachsen-Anhalt. SPD und Grüne warfen der CDU vor, den Staatsvertrag zur Beitragserhöhung notfalls mit den Stimmen der AfD verhindern zu wollen. Gemeinsame Sache mit der AfD? Spätestens seit der thüringischen Ministerpräsidentenwahl im letzten Jahr wissen wir, dass das zum Karriereende führen kann. Und so nun auch in Magdeburg. Innenminister Stahlknecht sinnierte in einem Interview darüber, dass man notfalls bis zur Wahl im nächsten Jahr auch ohne SPD und Grüne weiterregieren könnte. Dieses harmlose Gedankenspiel wurde als Minderheitsregierung interpretiert, die sich von der AfD tolerieren lassen müsste. Zu viel für Ministerpräsident Haseloff, der Innenminister Stahlknecht nun entlassen hat. Immerhin ist die Erhöhung des Rundfunkbeitrags damit vorerst auch vom Tisch. Aber ARD und ZDF haben bereits den Gang zum Bundesverfassungsgericht angekündigt. Schließlich geht es um gigantische Millionensummen für den öffentlich finanzierten Selbstbedienungsladen. Der nächste US-Präsident wird wohl Joe Biden heißen. Doch vieles deutet darauf hin, dass es eine dritte Amtszeit für die Politik Barack Obamas geben wird. Das Regierungspersonal, das Biden bislang vorgestellt hat, knüpft nahtlos an die Politik Obamas an. So soll die ehemalige FED-Chefin Janet Yellen als erste Frau das Finanzministerium leiten.
Eine Fortsetzung der Politik des billigen Geldes dürfte somit sicher sein. Obamas früherer Außenminister John Kerry soll künftig die Position des Sondergesandten des Präsidenten für das Klima bekleiden. Auch hier wird die Politik Obamas fortgesetzt. Bidens Vizepräsidentin wird Kamala Harris, die Ikone der Linken und Black Lives Matter-Bewegung. Sie gilt ohnehin als weibliche Verkörperung der Politik Obamas und als mögliche Nachfolgerin Bidens, falls dieser aus Altersgründen vorzeitig aus dem Amt scheiden sollte. Als Verteidigungsminister gilt der schwarze Lloyd Austin als gesetzt, der wegen seiner großen Nähe zur Rüstungsindustrie in der Kritik steht. Man darf also gespannt sein, wer in den nächsten Wochen noch in die Mannschaft von Biden berufen wird. Davon wird abhängen, welche Politik von den USA in den nächsten 4 Jahren zu erwarten ist. Die gesamte Tourismusbranche bangt um ihre Existenz. Neben unzähligen kleinen und mittleren Unternehmen hat es auch einige Großkonzerne schwer getroffen. So musste das Traditionsunternehmen Lufthansa bereits vom Staat mit einer Milliardenspritze gerettet werden. Damit konnte aber nicht verhindert werden, dass die Lufthansa aus dem deutschen Leitindex DAX in den MDAX absteigen musste. Da niemand weiß, wann der internationale Flugverkehr wieder Tritt fassen kann, muss die Lufthansa weiter sparen. Bis zum Jahresende sollen 29.000 Stellen gestrichen werden. Im kommenden Jahr werden wohl etwa 10.000 weitere folgen. Man wolle den Stellenabbau mit Teilzeitlösungen und freiwilligen Abgängen in den Ruhestand bewerkstelligen. An vielen betriebsbedingten Kündigungen wird man wohl aber nicht vorbeikommen. Weiteres Ungemacht droht bereits. Der Konkurrent Ryanair hat eine Klagewelle gegen die staatlichen Hilfen für die Lufthansa vor dem Europäischen Gerichtshof angekündigt. Sollten diese sich als wettbewerbsverzerrend und somit als Verstoß gegen die europäischen Binnenmarktregeln herausstellen, könnte selbst die staatlich finanzierte Lufthansa-Rettung auf wackeligen Beinen stehen. Wenn man ein Problem nicht lösen kann oder will, dann nennt man es einfach anders. Und schon hat man eine Sorge weniger. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Gute Strategie? So sieht es scheinbar zumindest die Berliner SPD. Wenn es nach den Sozialdemokraten geht, soll der Begriff der Clankriminalität künftig nicht mehr genutzt werden. Er sei Ausdruck des sogenannten Racial Profiling, das Tatverdächtige anhand ethnischer oder kultureller Eigenschaften unter die Lupe nimmt. Die Polizisten, die Tag für Tag in Berliner Problembezirken ihren Kopf im Kampf gegen die massive Kriminalität hinhalten müssen, dürften sich von der SPD abermals im Stich gelassen fühlen. Mit einer Sprachpolizei wird sich die Kriminalität jedenfalls nicht wirksam bekämpfen lassen. Wir bedanken uns fürs Einschalten und freuen uns, Sie auch nächste Woche über aktuelle Geschehnisse aus patriotischer Sicht zu informieren. Machen Sie es gut und bleiben Sie kritisch!